So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Devil May Cry 5. Wir spielen nach Mission Nummer 7, geschlossene Front. Und zwar mit Nero, mit denen haben wir das noch nicht. Das quetsche ich rein. Und zwar ist das dann Part 9. Ja, und ist zwischen 8 und 10 natürlich, ist das dann, ist ja eh klar. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on. I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow. I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Yo! Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on, get up, get up, get up! Got something to wear that's good for digging? Okay, somit sind wir hier wieder retour. Und ab geht's. Nur mit Nero diesmal. Machen wir gleich mal da kaputt. Das machen wir auch gleich kaputt. Da haben wir hinten noch was stehen. So, die Frage ist, wie kommt man auf die andere Seite da? Wozu ist das hier? Warum ist das... Ich verstehe das nicht. Ah, jetzt verstehe ich's, glaube ich. Ah, wie ist auf der anderen Seite? Aha, aha, aha. Genau, und da hinten habe ich dann gekämpft. Komm runter da. Wenn ich dich angreifen will mit meinem Schwert, komm runter da jetzt. Konzentrier dich auf mich. Was ist mit dir? Was kann denn der Arm? Ich
Sehr gut. Das war ein Critical. Critical. So, ist er schon weg? Ja, er ist schon weg. Nein, da laufe ich gerade. Genau. So wie ich es gespielt habe. Da habe ich nämlich den Weg gesucht. Jetzt bin ich da nach hinten gelaufen wieder. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er weg. Da vorne. Da. Da bin ich hin und her gelaufen und habe irgendwas gesucht. Damit ich da rüberkomme, wo Nero jetzt gerade ist. Und dann bin ich reingegangen. Glaube ich. Okay. Also mit Nero und Danzo zu spielen, ist schon ziemlich fett. Aber Wii ist genauso gut, muss ich sagen. Auch wenn ihn viele nicht mögen, muss ich trotzdem sagen, es hat schon irgendwas. Einfach nur hinten stehen und jemanden zu steuern, der für jemanden angreift halt, das ist schon cool, finde ich. So, hier können wir wieder raus. Wir gehen aber mal hinauf, würde ich sagen, ne? Alter, schon wieder. Also, mir soll es ja recht sein, Gott sei Dank. Umso mehr ich von denen habe, desto safer bin ich natürlich. Wie komme ich denn an das ran? Gut. Frage erübrigt, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Jetzt hat es mich kurz gerissen. Es gibt ja keinen Fallschaden bei dem Spiel. So. Was kann der Arm? Aha, okay. Ah, ist eh gleich kaputt. Hallo? Wartet, ich komm gleich. Komm gleich, wartet. So, bin schon wieder da. Naja, wenn ihr euch Zeit lasst, dann lasse ich mir natürlich auch Zeit. Warum auch nicht? Aber mit ihm ist das super schnell. Sein Revolver macht so viel Damage, das ist unglaublich. So, da hinten, glaube ich, gab es eh nichts mehr, oder? Das für eine Werbung da. Rise and Fall of Spencer. Von Juni bis Juli spielt das. Okay. Was haben wir da? Reichwein. The night just started. Okay. Die Nacht kann beginnen. So, links, rechts. Da haben wir noch was. Dankeschön. Sein Devilbringer, den hat er noch immer nicht gelernt. Ich bin gespannt, ob wir den noch irgendwann einmal in der Geschichte kennenlernen. Nämlich, er ist schon ziemlich, ja, alt, älter geworden, sagen wir mal so. Er ist trotzdem noch immer jung, natürlich. So. Na gut. So, ich muss dieses komische Ding da kaputt machen. Das hier. Ja. Und wir haben ein S geschafft. Super. Mit dem Nero. So, liegt da noch irgendwas? Weg damit. Die U-Bahn fährt heute nicht. Sonst noch irgendwo was da? Da hinten? Okay, da geht's wahrscheinlich weiter. Nehme ich mal stark an, ne? Genau, hier waren dann diese
Oh, was ist denn das für ein Arm? Rage Time? Okay. Schauen wir uns gleich an. Zuerst machen wir mal das kleine Viech da weg. So, her mit deinen roten Orbs. Dankeschön. So, ich glaube, das war's. Warte mal, ich lade mal auf. Dankeschön. Ja, seinen Devilbringer kann ich halt nicht herzeigen. Das ist das Problem, er hat noch keinen. Auch in Viererteil hat er keinen gehabt. Okay, hinter mir geht's dann weiter. Was ist dann vor mir? Gar nichts. Gut. Was ist links? Nichts mehr. Soll ich nochmal zurückgehen? Nein, da bleiben die Ranken trotzdem. Okay. Na, weiter zurück gehen wir dann nicht mehr. Dann gehen wir gleich runter. Moment. Was steht da? Rise and Fall of Spencer. Rise and Fall of Spencer, okay. Ah, mit ihm sind wir in der Mitte da. Da unten habe ich kämpft. Mit wie? Ich kann leider die Kamera nicht so drehen. Aber da unten haben wir kämpft mit wie? Gotta push on ahead. Jo. Gehen wir nicht am Arsch. Das ist cool. Ich glaube, da können wir nämlich verlangsamen. Und das kann man nur einmal verwenden. Na toll, wenn ich das gewusst hätte. Ja, komm nur. Schieß weiter da auf dich, ha? Und jetzt, come on, come on. Sehr gut. Da haben wir schön pariert. Ab geht's, komm. Ja, schick sie nur raus. Irgendwann einmal muss kaputt gehen da. Ja, komm nur. Na geh. Und tschüss. Was war das? Come on. Come on. Den nehme ich doch gerne mit. Mit dem können wir wieder ein bisschen bohren. So, was haben wir da hinten? Da haben wir was versteckt. Schaut's mal da einer an. Okay, da war sogar richtig der Weg, oder was? Tatsächlich. So, das nehmen wir kurz mit. Jetzt schauen wir mal nochmal ganz da nach hinten. Na, da komme ich gar nicht drüber. Okay. Wie schaut's da unten aus? Alles gut? Okay, V war noch nicht da anscheinend. Das sollte ja da kommen. Ja, ja, der kommt da hinten durch den Tunnel, oder? So wie ich mich erinnere. Ist noch nicht da. Gut, wir gehen weiter. Okay. Guess I'm going down. Ja, alles gut, Nero. Wieder was versteckt. 55.000 haben wir. Ja, gut.
Gehen wir durch die U-Bahn. Alter, die Kamera macht mich ein bisschen... Aber es geht schon. Alles gut. Okay, da vorne wird es wieder lustig. Hier haben wir... Okay, was war das? Lebensenergie? Schade, dass ich das schon genommen habe. So, kommt her! Mach mal ein bisschen Platz. Das geht gar nicht kaputt. Okay. Jawohl, ohne Probleme. So, jetzt kommen die Nahkämpfer. Jetzt wird es ein bisschen lustiger. Geh mir nicht auf die Eier da hinten. Lad mal nach. Lad nach, alles ist gut. Baller einfach mal rein. Sehr gut. Die haben eh nicht so eine große Reichweite. Gott sei Dank. Ui, die Butcher. Die sind ein bisschen heftiger da. Alles Gute. So, haben wir's? Ist der letzte, oder? Badass. Dankeschön. Haben wir da oben irgendwas? Nix. Haben wir da oben was? Yep. Ja, mit Vi waren wir ja auch da. Auch auf der Seite waren wir. Da sind wir ja da nach vorne gekommen. Gut, da liegt noch ein Arm. Das ist der gute Arm. Ja, aber ich komme halt nicht zurück. Leider. Das ist abgeschottet hier. Das ist gut. Ein paar Geschenke nochmal. Da oben ist noch was. Danke. Gut, dann gehen wir die Rolltreppe darauf. Ah, diesmal haben wir ja dazugelernt, oder? So, haben wir es jetzt? Gut. So, ich komme gleich wieder zu dir zurück. Keine Panik auf der Titanic. Ich habe dich natürlich nicht vergessen. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Er macht nichts, er bleibt einfach nur stehen. Ich nutze das aus und baller einfach auf ihn. Was für einen Rang ich bekomme, ist mir eh wurscht. Hauptsache er geht mal... Was ist Nero? Nachladen, ne? Danke. Geht doch. Hauptsache geschafft ist geschafft, ha? Zack, zack, zack. Alles schön brav mitnehmen hier. Ich glaube, das war's eh. Nein, auf der Seite haben wir noch was. Nehmen wir uns auch natürlich noch mit. Mal Lebensenergie, wir haben urviel rote Orbs. Warum sollte man sich die kaufen, bitte? Kann man das irgendwer erklären? Der Arm ist super. Der Arm ist Gold. Mein Lieblingsarm. Hm.
Jawohl! Schaut euch das an, wie ich die fertig mache. Sie können nicht einmal aufstehen hier. Ihr kommt an mir nicht an mich ran, das ist unmöglich. So aufgepowert wie ich jetzt schon bin. Nein. Ich glaube, jetzt bin ich echt schon sehr, sehr stark. Momentan funktioniert es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Viele Orbs. Unglaublich. Schaut euch das oben rechts an. Irgendeine Trophäe, wenn man eine bestimmte Anzahl erreicht. Okay, Moment. Da ist links ist raufgegangen, gell? Dann gibt es hier nochmal die Orbs, genau. Gott sei Dank habe ich mir das richtig gemerkt. So. Ab geht's. So, da steht der Baum. Nix. Wie hat gesprochen? So, an das konnte ich mich auch noch erinnern. So, dann gibt's da unten noch das Ding, genau. Was, ich weiß ja nicht, wie das heißt. Wie nennt man sowas? Das hier. Was ist das? Ein Kristalllager? Ein rote Orbslager? Ich hab doch keine Ahnung. Ab geht's. Okay. Dann müsste das eigentlich passen. Dann hier wieder runter, gell? Ja, ja. Das habe ich schon das letzte Mal verpasst, dass da die Vögel wegfliegen. Mit wie, aber ist ja wurscht. Gottes Willen. So, und jetzt kommt Bossy Bossy. Gibt's noch irgendwas zum Einsammeln, bevor ich darauf gehe? Na, gell, das haben wir das letzte Mal nämlich auch schon geschaut. Gut, machen wir einen Boss, dann sind wir fertig da. Nice. Getting the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. I thought that was the plan all along. Na gut, dann gehen wir's mal an. Momentan reiße ich noch nicht so viel, aber den einen habe ich wenigstens. Ja, er fliegt die ganze Zeit weg. Fliegt die ganze Zeit weg. Ja, ich mach nichts anderes. Er fliegt die ganze Zeit nur weg. Bleib mal ganz kurz. Jetzt da vielleicht, ha? Huh? So, ab geht's.
So, du willst auch ein paar in die Fresse? Kein Problem. Ich habe noch einige Kombos da übrig. Weg von mir. Das war knapp. Was ist mit ihm? Er ist neu. Aua. Dann gehen wir mal auf ihn. Er hat nämlich kein Schild mehr. Na wie, alles gut? Wie wär's, wenn du mal in deinen Devil Trigger gehst, ha? Ah, gegen mich kommst nicht an, Mausibär. Auch wenn du deine ganzen Haberer da rufst, mir ist das sowas von wurscht. Irgendwann einmal muss down gehen. Ich habe noch ziemlich viele goldene Kugeln. Ich gehe nicht so schnell down. Kammel mal ein. Passt. Jetzt gehen wir wieder in den Nahkampf. Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Und jetzt hau drauf. So, und der letzte, oder? Dann haben wir's. Sehr schön, das war gut. Took us long enough to get here. What? Tired already? I just remembered something. This town was attacked. Once before. Is that so? I was here. I can still see it. In fact, I was playing right here. That was the house. This is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No. I must seek out the Devil's Sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? So, geteilte Pein, okay. Somit haben wir das auch. Sehr gut. Und schaut euch meine roten Orbs an und nicht wundern, nämlich diese roten Orbs werdet ihr im Part 13 noch einmal sehen. So, ja, stylisch, super, ich bewerte gar nichts. So, der Dämonenkönig, ich lasse die Cutscene jetzt natürlich noch drinnen, das ist ja vollkommen klar, ich möchte jetzt nichts herumschneiden und momentan sind wir ja bei... Achso, nein, Entschuldigung, man sieht das ja gar nicht da, wie weit ich schon gespielt habe. Ah, na dann, bin ich ruhig. Guess there's no point thinking about it. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off.
Get in the car. Oh my God. Okay, somit war's das auch für diesen Part. Ich hoffe, dass es euch wiederum gefallen hat. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.